beim vierten Rennen, meine Damen und Herren. Das ist der Preis von Lisieux. Letztes Rennen vor der kleinen Pause, die danach die ersten beiden Teilnehmer haben sich schon gezeigt. Idol du Joya, die zwei mit Mario van Doijewert und die vier Kandidaten. Weiter geht's mit der 7 mit Hüppel de Büpp, Tim Schwarmer. Die 9 folgt Iron Love, Jan van Doijewert. Dahinter die 8 Enterprise, Jan Tiring. Nummer 11 dann Armoni Usuel und Robin Bott, gefolgt von der 5 Olster du Jumli, Markus Bock. Die 1 Jalinka Tuileries und Jan Thijs de Jong. Holger, wir fangen an mit der Startnummer 7, Hüppel de Püpp und Tim Schwarmer. Hüppel de Püpp wird immer besser. Der wird Start ist frei, viertes Rennen, der Preis von Lisieux mit der Dreier und der Vierer eine Torte Francais mit folgenden 12 Teilnehmern, mit Yannick Latour, die Landweisung am Start Nummer 1. Idol de Joyer, Mario van Doijewert mit der 2, Hennessy Tom Kollmann haben die 3, Ganymede de Belleville, Ralf Opoli, die Start Nummer 4. Olster de Jumilly mit Markus Bock, die 5. Ilda Bigna, Jochen Holtschuh, die 6. Hüppel de Püpp, Tim Schwarmer, die 7. Enterprise, Jan Tiering, ganz außen am Flügel mit der 8. Dann Iron Love, Jan van Doijewert, Startnummer 9. Igor Premier, Michael Nimczyk, die 10. Armoni Usuel, Robin Bott, die 11. Und Imbonito Mark, die 12. Mit Kilian Mellens innen daneben trabt Ganymede de Belleville vor Jalinka Tuileries. 500 Meter sind zurückgelegt, 15,5 die erste Zwischenzeit. Und die Teilnehmer kommen die Tribünen gerade herauf mit Ilda Bigna an der Spitze. Hennessy zweiter, Ganymede de Belleville an der Innenseite in dritter Position. Mit Begleitung von Hüppel de Püpp. Die nächsten beiden sind hier Jalinka Tuileries innen, Armoni Usuel außen, Idol de Joyer. Vorschuss jetzt von ganz hinten durch Igor Premier durch die vierte Spur. Linschik lässt sich da auf nichts ein und geht da durchaus den einen oder anderen Extrameter, kommt aber ungeachtet dessen gut voran mit seinem Schützling. Er scheint jetzt
wo es jetzt gleich am 1000 Meter Fossen vorbeigeht. Er kam da gut voran in dieser Phase des Rennens. Hilda Pignal in der letzten Ecke, aber immer noch vorn. Eine gute Länge vor Igor Premier. Fehler in den Fall Hennessy, der da aus dem Tritt kommt. Ganz an der Außenseite kommen jetzt die Schlussattacken von Idolte Joyer, Amon Yuswell und in der Mitte dann auch noch dabei Iron Love. Aber vorne jetzt der Angriff von Igor Premier. Hilda Pignal kann ihn nicht mehr kontern. Igor Premier ist vorne. Jetzt kommt Amon Yuswell und außen Idolte Joyer, aber Igor Premier gewinnt. Amon Yuswell bringt er dann Idolte Joyer und vierter wird noch Iron Love vor Hüppel de Pöp. Und dem Rest 15-2 die letzte. Gleich siegreich mit dem 5-jährigen Hugues du Beauvoir-Sanson Igor Premier. Und wie das zustande kam und warum das heute zum Sieg gereicht hat, das werden wir sicherlich gleich erfahren. Steffi Berger, die erste Gratulantin als Mitbesitzerin. Und Holger und Marco haben sicherlich auch schon gratuliert, wie ich die beiden Herrschaften kenne. Ja, Micha, herzlichen Glückwunsch. Das war eine gute Vorstellung. Ja, so ist es. Holger hat es vorab schon gesagt, er ist unheimlich laufbereitig und Jürgen möchte ich ein bisschen reinbleiben, aber auf der Gerade hat er jedes Mal toll angezogen wieder. Vor allem, du sagst es selbst, du bist ungefähr 1400 Meter vom Ziel, bist du einmal losgefahren, hast einen Vorstoß gefahren, dann durch die Todesspur, das ist so ein typischer Franzose. So ist es, er ist ein typischer Franzose, er mag es selber das Tempo zu gehen und selber das Rennen zu machen und ja, er hört nicht auf zu laufen. Eine abschließende Frage habe ich noch. Tsunami Diamant, 10. Rennen in Mons gesehen. Da steht Distanz, er war nicht dieses Rot, er wurde disqualifiziert. Ich sagte mir noch, guck mal, ich freue mich, ob wir da geworden. Auf einmal treten ganz andere um. Was war denn da los? Ja, es war sehr grenzwertig, die Entscheidung meiner Meinung nach. Aber hier einen herzlichen Applaus für Michael Nimczyk, für Igor Premier. Die Partnerin von Heinz Berger ist dabei, Steffi Möller. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wir schließen uns gerne an diesen Glückwünschen.